herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, und zwar zum zum Unboxing der Pinkbox. Die ist heute gekommen und ja, jetzt war ich schnell einkaufen, habe was gegessen und jetzt mache ich die auspacken. Ich habe schon vom Umkarton raus und so schaut die Box da aus. Indian Summer, sehr schön. Wow. Die ist ja stylisch schön. Ja, die werde ich aufheben, die Box. Und ja, auf jeden Fall schauen wir mal. Ja, so pinke Schleife, schwarzes Papier, ne? Jo. Und dann gucken wir mal. In dem Sommer, das ist das, ja. Findo Gutscheine. Okay. Du bist meine Heldin, Alltagsheldin, weil, oh schön, seht ihr, so eine schöne Karte, so Postkarte, ach, das finde ich immer hübsch, die hebe ich hier auf, du bist meine Heldin, ja. Die ist ja super schön. Ja, boah, dann, sind Sachen drin. Boah, dann haben wir als erstes für trockene, empfindliche Haut, BB sanft gepflegt, pflegende Reinigungstücher. Ja, von BB hatte ich auch noch nicht, sehr schön. 90% Micellenlotion und ach so, mit Micellenlotion. Tücher, wie viel sind da drin, ne? Auch für Wasser. Einen Moment bitte. So, weiter geht's. Ja, und zwar waren wir bald stehen geblieben bei dem BB. 25 Tücher sind da drin, diese. Ja, sanft gepflegt. Ja, ich nehme sie sonst normal, nehme ich ja fürs Grobe zum Abschminken, nehme ich ja immer feuchte Babytücher, aber die tun denselben Job, weil die sind immer zu teuer praktisch zum Wegschmeißen und so zum Abschminken. Drum, aber wenn schon da drin sind, verwende ich die natürlich und für trockene, empfindliche Haut. Okay, ich probiere es aus und auch für wasserfestes Make-up. Da glaube ich immer noch nicht so dran. Dann war drin, oder ist drin, Fit Via Purple Power Body Tea. Das ist halt ein Tee, so ein Früchtetee ist das, ne? Da steht Body Tea drauf, ist aber, ja, ein Früchtetee, ne, zum Trinken. Und ja, 500 Gramm sind da drin. Ist ganz nice, ganz schön so, ne, fürs Tee-Ei oder so. Dann waren auch, das sind wahrscheinlich die Goodies, wo da drin waren, denke ich mal, weil hier habe ich noch so Fritz-Kaubonbons, die gebe ich aber meiner Enkelin weiter, weil ich esse die nicht, mag die nicht so, von daher, ja. Das ist wahrscheinlich die Goodies, die drin sind, ne? Also, weil sonst sind es 5 Sachen, 6, 7 Sachen mit den Sachen. So, dann ist drin auch noch von Jill Sander. Oh, Jill Sander Sand, Parfüm, Schauergel. Oh, ein parfümiertes Duschgel, 30 Milliliter. Ah, bei Jill Sander Sand, jetzt habe ich schon gemeint. Wow, 30 Milliliter von Jill Sander, ein Duschgel. Mm, das riecht aber gut, ja. Mm, herrlich. Ja, parfümierte Duschgele sind immer gut. Dann haben wir Larisse. Parfüms, wow. Eau de Parfum, wow.
Das ist ja gut. Wow, hübsch. Ui. Laris. So schaut das Flakon aus. Sehr, sehr schön. Ein Eau de Parfum mit 50 Milliliter. Wow. Und da muss man natürlich duften. Ich habe heute natürlich schon ein Parfum drauf, aber egal. Moment, ein bisschen verfliegen lassen. Puh, viel Alkohol. Oh. Ja. Ah, im ersten Moment, boah, ist es ein Geruch. Aber dann, wenn der Alkohol ein wenig verflogen ist, ja, ist er nicht schlecht. Okay, wir werden dann gucken. Clarice, kenne ich auch nicht. Aber schön, 50 Milliliter Parfüm ist immer gut. Dann haben wir hier von Altera Naturkosmetik feste Shampoo Bio Orange. Das probiere ich aus, weil ich jetzt die kurzen Haare habe. Okay. Ah, schaut aus wie ein rundes Seifenstück. Okay. Das werde ich mal ausprobieren. Ein gutes Stück Ausgeglichenheit. Mit Bio-Orange und Bio-Vanille ganz wunderbar in die Balance unser Altera feste Shampoo pflanzlichen Pflegekomplex. Gleicht aus, reinigt und spendet Feuchtigkeit. Jo. Ist gut, wir probieren das. Feste Shampoo anfeuchten und in den Händen aufschäumen und über das bereits nasse Haar streichen, bis die gewünschte Schaummenge entstanden ist. Das Haar wie gewohnt schamponieren und die Seifenreste gründlich ausspülen. Ja. Genau. Ich werde das natürlich testen. Ja. Dann haben wir hier einen, wie es ausschaut, von Alverde Naturkosmetik Diamond Kiss, ein Lippenstift. In der Nummer 20 Turmalin. Der sieht einmal ganz schön aus. Oh, der sieht hübsch aus. Ja. Ja, das ist eine hübsche Farbe. Jo. Ne? Sind so Farben. Oh ja, das ist schön. Pflegend, ne? Ja. Oh ja. Solche Farben liebe ich so. Heute habe ich auch so ähnliche drauf. Ist nicht die gleiche, aber ja. Typische Alverde-Dufte. Und das ist das Parfüm. Der Lippenstift hat einen typischen Alverde. Aber sehr hübsch. Ja. Super. Doch, prima. Ja, das war's dann wieder mit meinem mit der Pinkbox und jetzt schauen wir mal rein, was das alles kostet und sehen wir, was als Goodie ist. So, was schreiben die da? Hallo Pink Lady, schillernde bunten Farben von bunt Feuerrot bis leuchtend Orange, Schattengelb und Grün bis hin zu hellem Ocker und dunklem Braun. Hallo Herbstbeginn, hallo Indiensommer. Auch wenn das Farbenspiel der Bäume bei uns nicht ganz so atemberaubend und facettenreich anmutet wie in den USA oder Kanada, kann sich die Herbstsaison auch hierzulande durchaus sehen lassen. Der Himmel strahlt, ein trockener, warmer Wind zieht über deine Haut, durch dein Haar. Nun heißt es raus in die Natur, denn fürs gemütlich Zuhause einkuschen bleibt in den nächsten Monaten noch mehr als genug Zeit. In deiner Pinkbox Indian Summer warten 5 Beauty- und Pflege-Highlights auf dich, die auch deinen Facettenreichtum unterstreichen sollen. Ebenso überraschen wir dich mit einem wohltuenden Goodie sowie einem leckeren Bonbon. Ah,
Okay, das ist die Überraschung dann. Neugierig geworden, dann leg jetzt los und entdecke die Produkte der süßen Box im Spezialdesign. Ja. Tschüss an der Sun, Schauergel, der Duft der Herbstsonne, Honignoten verschmelzen mit zimtlichem Dongerbohne, Absolut und der einzigartigen Essenz von Yang Yang zu einem orientalischen Duft, der verführerische Wärme ausstrahlt. Die vegane Duftneuheit enthält Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. 30 Milliliter unverkäufliche Sondergröße hat einen Wert von 6 Euro. Ja, jetzt kann man schnell aufbrauchen, ne? Gut, super, freue ich mich, mag ich. Duftzwilling, Laris, Duftzwilling. Vegan und tierversuchsfrei. Du liebst ein bestimmtes Parfum, doch es ist dir einfach zu teuer. Dann bist du bei Laris genau richtig. Wir bieten über 250 Duftzwillinge an, die bekannten Luxusdüften sehr ähneln, aber preislich deutlich günstiger sind. Wer mehr zahlt, ist selber schuld. Okay, in deiner Box findest du einen aktuellen Bestseller. Also kosten 50 Milliliter 19,95 €. Ja, ist das da welcher Duftzwilling? Weil ich weiß es nicht, von was das ist. So, aber 20 Euro das Parfüm und ja, super. Feste Shampoo Bio-Orange und Bio-Vanille. Die vegane Shampoo Bio-Orange pflegt dein Haar sanft und schonend. Die Rezeptur mit mikroplastikfrei, klimaneutral, Naturkosmetik, zertifiziert und vegan. Ideale Reinigung. 60 Gramm, 4,99 €. Kostet dieses feste Shampoo. Okay. So, dann hätten wir dann hier Diamond Kiss Lipstick, Naturkosmetik Nummer 20 oder Nummer 30. Okay, ich habe die Nummer 20, glaube ich. Ja, Turmalin heißt die Farbe, die Nummer 20. Für mich wunderbare Farbe. Ja. Ja. Lipstick auf die schönsten Farben für den Herbst. Der Diamond Kiss Lipstick hat eine luxuriöse, vegane und natriekonforme Textur, die himmlisch auf den Lippen schmilzt. Das habe ich schon gemerkt, so beim Auftragen, dass das total cremig ist und total pflegend. Also, ja, himmlisch auf den Lippen. Zudem überzeugt er dank einer Mischung reichhaltiger Pflanzenöle, Bio-Oliven, Jojoba und Rizinusöl mit wunderbar geschmeidigen Applikationseigenschaften. Es pflegt deine Lippen und hält sie sanft weich. Rezeptur ohne Mikroplastik und wasserlösliche rein synthetische Polymere. Ja, prima. Dann haben wir hier die BB sanft gepflegt, pflegende Reinigungstücher. Die besonders weichen Reinigungstücher aus pflanzenbasierten Fasern pflegen deine Haut sanft, reinigen sie besonders mild und spenden ihr Feuchtigkeit. Mit Hilfe der BB Micellenlotion entfernst du Make-up einfach schnell und gründlich. Ja, 25 Stück, 1,99 €. Jo. Dann haben wir hier unsere Purple Power Body Tea oder Spicy Orange Power Tea. Okay, ich habe den Body Tea. So, und da ist in 100 Gramm 14,90 € kostet. Boah. Na, da würde ich doch einmal probieren. Ne? Dann die Frittkaustreifen Orange 70 Gramm, näher 75 Cent. Okay, die kriegt meine Enkelin. Gut. Nur 15 Euro für den Tee, also für das, dass das so gut ist, also, oder für den Herbst, ja.
Gut, 15 Euro. Boah. Ja. Wie gesagt, und für die Fritz-Kaustreifen habe ich einen Abnehmer, meine Enkelin, ne? Also, ja, das hat sich doch mal wieder sehr gelohnt, die Box. Und ja, ich freue mich drauf, die Sachen zu benutzen. Ja, okay, dann freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Weil ich habe noch einen Haul, den ich abdrehen muss. Das muss ich diese Woche auch noch machen, ne? Also jetzt war ich ja selber neugierig mit der Bingbox, dann also die Vorrang. So, ist diesmal sowieso später dran gewesen als die Börsebox. Okay, dann ja, bis zum nächsten Mal, ne? Nicht mehr anzeigen. Nein, bitte nicht. Ach Gott. Ja, schlimm. Macht sich irgendwas auf. Okay, ich verabschiede mich jetzt und ja, bis zu mir. Ich habe jetzt mal Uhr bloß weiterhin gestellt. Ja, das geht dann. Und das Bild da habe ich dann gekauft. Das hat mein Sohn aufgemacht und jetzt sind wir schon so weit. Jo, okay, also dann, bis zum nächsten Mal, bleibt mal schön gesund und lasst euch nicht unterkriegen. Tschüss.